Grüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Ich habe mir die besten Szenen früherer Rennen angeschaut und was herausstach, war immer der Abschnitt hin zu Kurve 1. Sie ist nicht einfach zu fahren und logischerweise wollen natürlich alle zuerst da einbiegen. Hier gibt es häufig Unfälle, wenn Fahrer sich um Positionen streiten. Man muss sich zwischen Risikobereitschaft und Selbsterhaltung entscheiden. Es macht keinen Sinn, auf volles Risiko zu gehen, wenn man danach nicht mehr weiterfahren kann. Selbst auf dem Spitzenplatz macht man sich da noch Sorgen wegen der Fahrer hinter einem. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2017 hier in der Karriere und zwar zum Qualifying von China. Ja, wir schauen mal, was wir hier erreichen können. Ich fasse mal ganz kurz das Training zusammen. Wir haben eigentlich gute Ressourcenpunkte sammeln können, um die Forschung für das Auto voranzutreiben. Ich habe mich hauptsächlich bei dem Qualifying darauf berufen und zwar auf die Rennstrategie. Die Rennstrategie finde ich eigentlich am wichtigsten oder fand ich am wichtigsten. Darauf habe ich mich am meisten konzentriert und habe da auch zwei unterschiedliche Rennstrategien, bin ich einfach mal gefahren. Es soll hier nicht regnen während des Rennwochenendes, also auch das Qualifying bleibt trocken, genauso wie das wunderschöne Rennen. Also, von Reifenverschleißdaten her kann ich sagen, der Superstoff braucht pro Runde bei mir im Durchschnitt 2,6% ab. Das heißt, vorne links der Reifen bestimmt das Ganze, sind wir so bei ca. 3,1-3,2%. Das heißt, wir können ca. 20 Runden damit fahren. Ich tendiere damit, 17 Runden zu fahren. Das heißt, wir könnten eine durchaus interessante Zweischrittstrategie fahren mit Supersoft, Supersoft und Soft. Oder wir fahren Supersoft, Soft und nochmal Soft. Und hallo Bottas, Hallöchen. Das sind so die zwei Strategien, die ich gerne machen möchte. Wir werden wahrscheinlich auch noch eine dritte Variante haben, und zwar den Soften, also dass wir mit den Gepa-Kettenreifen starten und dann auf Medium umwechseln werden. Das ist die alternative Strategie, die ich auch noch machen könnte. Eine Einschreibstrategie. Die Frage ist, wie sinnvoll ist das, gerade jetzt, wo ich das Safety Car ausgemacht habe. Da habe ich natürlich euch ein bisschen vorneweg schon was weggenommen, wo ihr natürlich abstimmen durft, aber ich glaube, nach dem Australien-Rennen ist die Diskussion ein bisschen hinfällig. Das tut mir natürlich leid für diejenigen, die sagen, ja, der Safety Car bringt mir Würze rein, aber ich möchte natürlich auch kein verfälschtes Rennergebnis haben, so wie das in Australien dann der Fall ist. Deswegen hat man natürlich seinen Reiz, ein Fahrfehler, wie gesagt, und man kann nicht hoffen auf den Safety Car. Hier gibt es nur eins, hier müssen wir hoffen, dass wir unseren Teamkollegen schlagen können. Das freie Training oder Training 3 war auf Intermediates-Bedingungen. Da war ich schneller als mein Teamkollege. Also Regenbedingungen scheinen mir hier besser zu liegen. Ich glaube, 2 Zehntel war ich schneller. Da haben wir Bottas und John und Palmer, der übrigens auf das Trainingsfunden mit drauf gekommen ist. Vielleicht hat das der ein oder andere ja erkannt. Palmer will ich schlagen. Das finde ich wichtig. Und der zweite wäre Lance Stroll. Der Williams-Kandidat wird schon ein bisschen schwerer. Palmer durchaus möglich. Teamkollege und die Sauber sollten eigentlich kein großes Problem darstellen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Aber wir werden sehen. Die erste One von zwei Ones geht, nehmen wir gerade in Angriff. Kurve 1, diese wirklich schwierige Kurve. Also Q2 ist das Ziel. Das Team wünscht sich, dass wir P14 werden. Also wir sollen ins Q2 kommen. Also das Team hat da schon ein paar Ansprüche an uns, die wir erstmal erfüllen müssen. 25,4. Kein langsamer Sektor. Mal schauen, wie das Fahrzeug sich mit Max anführt. Da habe ich noch wenig Erfahrung mit. Also deutlich mehr Power unter der Haube. Sprich, dann wird auch die Traktion natürlich da entscheidender. Besonders hier die Kurve gefällt mir gar nicht. Vettel auf der 1. Da sind wir aber schon 1,8 Sekunden zurück. Das ist meine Kurve hier. Die fahre ich ein bisschen anders. Das hat man schon in der Livestream-Karriere gesehen. Kein Untersteuern, so gefällt mir das mit dem McLaren. Und jetzt versuchen wir mit viel Topspeed hier auf die lange Gerade. Hinter uns ist Fernando Alonso, das heißt, er wird ja minimal später eine Zeit markieren. Hier anbremsen, bei 100 Metern ist das durchaus möglich. Dann hier versuchen, gut herauszubeschleunigen. Und dann die letzte Kurve, die geht anfangs vierter Gang. Am besten nicht so weit rausfahren, denn dann ist die ganze Runde im Eimer. Vor Kwiat. Mit einer 1,36,4.
Aber ist jetzt keine Top-Runde. Ja, da haben wir uns schon verbremst. Fernando ist zum Beispiel schon vor uns. Fahrer vor mir. Mit Zehntel. Eine Zehntel. Ich hänge da nochmal eine Runde dran, auch wenn ich schon zwei Zehntel zurück bin. Ja, Kurve schlechter durchfahren. Das war jetzt eigentlich für mich gefühlt besser. Aber auf dem Zeitmonitor ist das langsamer gewesen. Das hier auch, okay. Qualifying immer besondere Konzentration. Eine Zehntel. Das ist viel. P10. Eine Zehntel, die muss ich erstmal finden. Ich bin langsamer als mein Teamkollege. Ja, Qualifying war noch nie meine Disziplin, aber das ist nichts Neues. Ja, nochmal was zum Training zu sagen. Oh, ich konzentriere mich jetzt eher auf das Qualifying. Qualifying-Tempo haben wir es nicht geschafft. Und da, ja, besser als Platz 17 zu sein, das war natürlich die negative Nachricht. Das heißt, da sind wir ein paar Ressourcenpunkte, ja, abhanden gekommen. Und auch bei den Teamzielen habe ich nicht alle Ressourcenpunkte sammeln können. Aber ich glaube, das sind 25 Ressourcenpunkte, die ich dann doch sehr, sehr gut verschmerzen kann. Aktuelle Komponenten, die wir drin haben, sind die gleichen, die wir beim Australien Rennen dabei haben. Die haben jetzt circa, ja, mit ausgiebigem Trainingsprogrammen, jetzt auch noch das Qualifying und gleich das Rennen, circa 20%. Am meisten haut wirklich die Steuerelektronik zu Buche. Liegt einfach daran, dass ich einfach die ganzen Curbs und so weiter gerne mitnehme. Vom lieben Papaberg kam noch ein Kommentar, dass ich ein paar Themen ansprechen soll, dass das wieder ein bisschen häufiger der Fall sein wird. Das möchte ich ja hauptsächlich mit euch mittlerweile zusammen oder mehr im Training machen. Also den Palmer können wir noch schlagen. Den Palmer und den Stuart, den müssen wir, die beiden müssen wir sogar schlagen. Den Ericsson und den Wehrlein will ich hinter mir lassen. Und genauso meinen Teamkollegen Fernando Alonso. Wir haben leider, das ist das Problem, ja, nur drei Supersoft. Ich hätte am liebsten vier. Finde ich so ein bisschen schade, dass ich den vierten nicht aus dem Ärmel schütten darf. Also, ja, nicht mal den Zehntel muss ich finden. Also die Zeit verliere ich im ersten Sektor, das heißt, wir müssen Kurve 1 ein bisschen besser fahren, dann sollte sich das eigentlich schon ausgehen. Aber wenn wir dann nochmal den Stroll und den Palmer schlagen können, dann werden wir zumindest in Q2 einen frischen Supersoft-Reifen natürlich zu haben. Für das Rennen wäre nicht schlecht, wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Den haben wir momentan dann leider nicht, dann müsste ich auf die Strategie Supersoft oder Supersoft, Soft und Soft ausweichen. Weil ich krieg ja kein Geschkelt. Ist ja leider das Problem. Da wir ja nicht ins Q3 kommen, kriegen wir den einen nicht geschkelt. Der verschwindet dann quasi so ein bisschen für uns. Schade eigentlich. Ericsson ist langsamer. Teamkollege, das ist das Ziel. So, wir sind mittlerweile in unserem zweiten One. Wir bereiten uns auf den zweiten One jetzt vor. Hier kann man auch ein bisschen später sogar noch bremsen als im Training. Die Bremse ist ganz wichtig geworden in diesem Spiel. Da kannst du so viel Zeit gewinnen oder so viel verlieren. So, diesmal in meiner zweiten Runde werde ich noch ruhiger sein als davor. Denn wir müssen ja hier, wir wollen ja weiterkommen. Wir wollen ja auch Fahrer Nummer 1 werden. Ist ja auch ein Ziel. Was wir schnell erreichen wollen, gibt natürlich auch dann irgendwann Bonus, wenn wir den Teamkollegen häufiger schlagen. So, den Reifen kann ich eigentlich wirklich hart rannehmen. Mit den Reifen sind zwei Runden locker möglich. Den dritten Reifen, das möchte ich eigentlich dicht anbrechen. Ja, wir verschlechtern uns nicht. Die Konkurrenz wird besser, Chef. So,
go. Keiner kommt aus der Box. Ein bisschen Short-Shifting muss ich da schon betreiben. Ich verliere auch hier Zeit. Das wundert mich jetzt allerdings. Komme ich auch zu weit raus? Ja, auch, aber da habe ich eine Zehntel gewonnen. Okay, und dann hätte ich ja den Vorsprung, den ich brauche, um Fernando zu schlagen. Auch deutlich besser. Damit hätten wir Alonso und Palmer geschlagen. Stroll wäre der nächste. Ja, die Runde kann ich schon abbrechen. Ja, ist eigentlich bestimmt nicht deutlich besser raus. Und auch hier besser rausgekommen diesmal. Na, ja, da macht der Hinterreifen nicht mehr so ganz gut mit. Aber es würde momentan reichen. P15. Alonso, Palmer. Das sind zwei, die hinter mir sind. Aber das glaube ich, das reicht nicht. Es muss noch einer nach hinten. Fahrer vor mir. Oh, da muss ich noch meine Zehnte finden. Die können wir finden. Das ist das Schlimme daran. Die könnten wir finden. Aber ich weiß hier nicht, warum mir das Team gleich Position 14 vorschreibt. Klar, auf der einen Seite kann ich schon verstehen. Mit P15 wären wir momentan nicht weiter, also könnte ich ruhig den letzten frischen Reifen das verbraten. Um diese Zehnte vielleicht zu finden. Frage ist jetzt, lohnt sich das jetzt wirklich oder lohnt sich das jetzt wirklich nicht? Das ist die große Frage. Wenn wir den Stroll rauskicken, dann reicht das. Dann würde ich auch von Position 14 starten. Ich würde hier auch keine zusätzlichen Komponenten beordern. Das machen wir dann eher in Bahrain. Weil Bahrain ist noch wichtiger der Topspeed. Bahrain ist da doch eher eine Stop-and-Go-Strecke vom reinen Charakter her. Während man bei China noch den schönen Mittelsektor hat mit den schnellen Kurven, wo der McLaren deutlich gut liegt. Oder auch die letzte oder die langgezogene rechts vor der langen Geraden, die liegt mir sehr, sehr gut. Da hole ich ja immer noch ein paar Zehntel raus. Von dem her würde ich da einfach sagen, dass das reicht. Natürlich P15, wir müssten 8 Zehntel finden, dann wären wir weiter. Dann würden wir auch das Ziel erreichen. Sergio Perez momentan auf der 20. Was hat denn der da veranstaltet? Der müsste dann ja auch nochmal besser fahren. Das heißt, ich müsste auch noch den Carlos Sainz schlagen. Das heißt, ich müsste 2 Zehntel finden. 2 Zehntel, die ich im ersten Sektor eigentlich wirklich liegen lasse. Der Schlusssektor ist super mit 41,6. Mittelsektor 29,0. Da ist auch unser Teamkollege noch ein Tick schneller. Das heißt, ja, was tun, sprach Zeus. Wir haben noch circa 4 Minuten auf der Uhr. Wir hätten noch die Zeit für einen weiteren One. Wir haben sogar, nein, wir haben keinen frischen Supersoft-Reifen mehr. Das bedeutet, den müsste ich mir eigentlich wirklich für das Rennen aufsparen. Ja, weil die haben schon zu viel Prozent runter, um dann aber mal wirklich zu pushen. Schade, den hätte ich gerne. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,36,2.
Den hätte ich gerne hier. Den würde ich gerne verbraten. Ich spare mir den Supersoft-Reifen wirklich für das Rennen auf. Ihr seht selber 33 Runden und die halten 23 Runden. Das sind umgerechnet ca. 56 Runden. So lange sollen die Reifen halten. Also das Team rechnet hier mit 23 Runden. Mit 23 Runden damit zu fahren, das ist, halte ich schon für, ja, sehr gewagt. Bei einem Verschleiß von 2,67 mal 23, da doch, das geht gerade so noch auf. Wenn man den Durchschnitt bezieht, aber ich beziehe nicht den Durchschnitt, ich beziehe den Reifen, der am meisten beansprucht wird, und das ist der vordere linke Reifen, ja. Durch die schnellen, langgezogenen Kurven, zum Beispiel Kurve 1 oder auch die von der langen Geraden, ist der vordere linke Reifen der Reifen, der je mehr abbaut. Also sprich, muss ich hier ein bisschen mehr rechnen. Mehr als der Durchschnitt, und mehr als der Durchschnitt wird ca. 3%. 3%, das heißt 3 mal 20, wir kommen ungefähr in die 63 dran, werden maximal 20 bis 21 Rennrunden. Das heißt, 23 Runden ist von dem Team ein bisschen zu viel hochgerechnet. Mit den Softreifen hatte ich einen durchschnittlichen Verbrauch von 2,03% in der Rennstrategie. Da können wir vielleicht von ca. 2,5% reden auf dem vorderen linken Reifen. Dann rechnen wir 60 durch 2,5. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ergibt 29 oder 28 bis 29. 28 und 29. 28 plus 20 wären 48 Runden. Das heißt, ich käme nicht mit dieser Strategie durch. Sprich, entweder kann ich Super Soft fahren, also Super Soft und Medium. Das wäre eine alternative Strategie. Oder wir fahren Soft und Medium. Das wäre aber die langsamere Strategie. Könnte aber auf Dauer die schnellere Strategie sein, weil der Supersoft am Anfang 16. nur langsamer ist als der... schneller ist als der Soft. Ich habe quasi von dem Supersoft und den Soft-Reifen eine Rennstrategie gemacht. Das habe ich mir nämlich jetzt aufgeschrieben. Und so sieht es momentan aus. Jetzt haben wir uns natürlich verplappert, das wollte ich aber mal loswerden. Und kommen somit nicht weiter in das nächste Segment. 1, 2, 3, 4, 5. Doch! Wenn Perez sich nicht verbessert, der ist nämlich in der Garage, dann war's das. Perez ist in der Garage. Alonso ist auf einer schnellen Runde. Fernando Alonso auf einer schnellen Runde. 25,2. Ja, damit ist er schneller. Damit ist er schneller. Der Schlusssektor wird, ja, entscheiden. Fährt Alonso schneller als ich oder nicht? Das Problem, was ich jetzt allerdings habe, ist, ich habe immer nur noch einen frischen Supersoft-Reifen, den ich mir ja gerne für das Rennen aufsparen muss. Oder möchte. Also, unsere Strategie für das Rennen wird sein Supersoft und Medium oder Supersoft, Soft und nochmal Soft. Das sind eigentlich die beiden Strategien, denn zweimal Supersoft zu fahren, werden wir nicht können, da wir keinen zweiten frischen Supersoft haben. Sprich, im Umkehrschluss ist die Strategie dann einfach langsamer, weil der angefahrene Supersoft-Reifen einfach mehr verschleißt. Und der hat auch nicht wirklich diese extra kleine Speed, die wir am Anfang dann des Stints haben. Das bedeutet, der ist nicht vielleicht 16. pro Runde im Vergleich zu einem Softreifen schneller. Da reden wir vielleicht nur noch von 2 bis 3 Zehntel. Und auf die Distanz hin ist der einfach langsamer. 28,9 von Fernando im 2. Sektor. Da ist er auch ein bisschen schneller. Mal schauen, für was es am Ende bei ihm reicht. Für Position 14. Der schmeißt mich raus. Mein Teamkollege schmeißt mich raus. Und damit haben wir 2 Ziele verfehlt. Alles klar. Fernando Alonso kickt mich raus mit der 36,1. Tja, und wir, ja, unglücklich ausgeschieden auf Position 16. Palma, Werlein Eriksson und Sergio Perez. Keine Ahnung, was der veranstaltet hat. Der Teamkollege geschlagen, Ziel verfehlt. Also 2 dicke, fette Minuspunkte. Ja. Auf unseren Weg zum Fahrer Nummer 1. Also Alonso, der möchte hier echt was wissen. 105 passt hier aktuell wirklich perfekt für mich rein. Palma geschlagen, Stroll. Ich wollte ja Alonso, Stroll und Palma schlagen. Einen habe ich geschlagen, und zwar den Palma. Schade. Wirklich, wirklich schade. Wenn ich da vorne das sehe, dass die mit den Softreifen das fahren. Ja. Deine Kwiat 35,9 ist wäre zu weit weg gewesen. Also Alonso hat tatsächlich schon eine gute Runde hingeknallt. Die hätte ich aber auch fahren können. Ich hätte aber, wie gesagt, ich muss die Runde perfekt hinbekommen, und die war nicht perfekt. Erster Sektor war die, ja, war der Knackpunkt an der Geschichte. Muss aber kein schlechtes Omen für das Rennen sein, denn Rennpace ist bei mir in der Regel immer besser als die sogenannte Qualifying Pace. Denn wir habt es gerade schon mitbekommen, ich habe viel über meine Rennstrategie erzählt. Das bedeutet, ich habe mich, ja, darauf
konzentriert, denn da gibt es ja die Punkte nur. Zwei Positionen höher, okay. Tja, aber es gibt immer noch ein paar Ressourcenpunkte. Nur jetzt kommt's, das finde ich nicht so toll. Bing, bing. Aber ich führe noch mit 6 zu 4, er holt nur einen Punkt auf. Von dem her ist das nicht ganz so schlimm. Da sind wir zweimal gescheitert dran. Müssten aber immer noch leicht im Plus sein. Ferrari und Red Bull, ja, die sind jetzt nicht mehr ganz auf uns gut anzusprechen. Aber hey, was soll's? Wir hören uns mal das Rennziel an. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Ja, genau. Die erwarten wieder Platz 14 von mir, Fernando zu schlagen. Ja, und 17. oder besser in der Meisterschaft zu werden. Ja. 14. klingt auf den ersten Blick schwierig, wird auch schwierig sein, das sage ich euch jetzt schon mal. Die Forschung und Entwicklung ganz zum Schluss. Wir haben 600 Ressourcenpunkte übrig, ich möchte gerne darauf sparen. Den Motor und so weiter, da möchte ich einfach noch nicht machen. Ich möchte eigentlich auch nicht in die Strapazierfähigkeit investieren. Da möchte ich zum Beispiel erstmal gucken, welche Teile da wirklich am stärksten abbauen. Das ist so ein bisschen was ich mir frage. Was baut hier wirklich am stärksten ab? Aktuell ist das momentan wirklich die Steuerelektronik mit 21%. Zum Beispiel der Energiespeicher ist gar kein Thema und die MGU-K sowieso nicht mit 15%. Das möchte ich eigentlich noch nicht wirklich machen. Ich möchte erst wirklich hier den Baum hier füllen und dann ganz schnell den Antrieb zu machen. Wenn wir das mal kurz hochrechnen, das sind 1000, 1200 und 1400, sind 3600 Ressourcenpunkte, die ich brauche. 3600 Ressourcenpunkte, 600 Ressourcenpunkte haben wir schon, sind noch 3000, das wird unterm Strich dann 6 Rennen circa, sprich wir wären bei Rhein, Russland, Spanien. 2, 4, in Aserbaidschan damit fertig. Uah. Okay, das wird ein bisschen zu lange dauern, was ich vorhabe. Das heißt, ich würde das Auto wirklich erst ab Kanada oder Aserbaidschan anfangen auszubauen und den ersten Fortschritt hätte ich dann erst in Silverstone. Okay. Ja, man merkt, die erste Saison ist echt problematisch. Ich wollte eigentlich versuchen, auf Belgien und Italien da ungefähr hinzukommen. Weil mit circa 500 Ressourcenpunkte muss ich kalkulieren und das ist schon viel. Wir können circa 250 immer nur sammeln, dann nochmal 60 und dann nochmal knapp 120. Na gut, 120 ist schon ein bisschen viel, ne? Mit 160 und 250 sind 410. Und die 90 Punkte, ja, mit 500 Ressourcenpunkte im Schnitt dauert das halt. Dann dauert das halt echt lange. Dann dauert das echt lange. Aber dann geht's ja extrem zügig vorwärts. Da geht's richtig schnell, ja. Weil dann können wir in jedem Rennwochenende hier was reinschieben. Obwohl das habe ich ja dann schon nächstes, ja, das habe ich ja schon nächstes. Das haben wir dann in Bahrain fertig. 2, nochmal 2, ja, 5, also 5, ich brauche schon wirklich dann da, also nach Bahrain brauche ich noch 5 Rennwochenenden. Aserbaidschan, ja, in Aserbaidschan, das ist ein bisschen spät. Ich muss mir da nochmal einen genauen Kopf machen, weil die KI wird schon ausbauen. Warte, wir rennen mal kurz hoch. Aserbaidschan. Das sollte ja immer 2 Rennwochenenden. Ja. Aber was, wenn Ressourcenpunkte einfach nur sparen? Das ist das Krasse daran. Wir sparen so viele Ressourcenpunkte, wenn wir das echt am Anfang machen. Man opfert extrem viel. Weil 50%, das hole ich nie rein auf langer Sicht. Und hier müssen wir auch mal schauen. Den Mittelweg wollte ich erst gehen, aber das kann ich echt vergessen.
Wie gesagt, ich muss mir da noch echt mal Gedanken machen, wie ich das Ganze voranbringen möchte, zumal wir ja auch das bald dann haben. Dann geht das eigentlich alles noch schneller. Man muss schauen, was die Zeit ergibt und was auch die Konkurrenz macht, ja. Solange werden wir dann auf jeden Fall noch mit sauber fighten. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Qualifying heute. Und morgen kommt dann, oder übermorgen kommt dann das Rennen. Mal schauen. Also, bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss!